Anmoderation, mehr ist es nicht, Kevin. Jetzt mal einmal eine Runde, als wärst du hier beim Probetraining, als geht's hier wirklich um was. Mein Gott. Bei Bayern München. Komm. Wow. Freunde, neues YouTube-Video. Heute eine ganz besondere Edition. Das, was ihr euch in den Kommentaren gewünscht habt. Hinter mir seht ihr schon die Torwart-Edition. Hinter mir sind nur Torhüter. Einer davon ist der Pro-Keeper mit einem Profivertrag. Alle anderen erzählen, dass sie einen Profivertrag haben. Aber wie gesagt, nur einer ist es am Ende des Tages. Ich habe genau das gemacht, was ihr sehen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr erstmal den Kanal an dieser Stelle abonnieren würdet. Sage ich viel zu selten. Instagram, YouTube, Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ihr kennt das Format, ihr feiert es. Und jetzt kommen wir direkt erstmal zur Juryvorstellung. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, Dia, Fußball-Influencer, spiele auch von Delay Sports, aber jetzt neben mir Torwart-Expertise ohne Ende. Hallo, ich heiße Benjamin Lovenz, bin Inhaber der Elite Goalkeeper Akademie in Köln und Spielerberater, spezialisiert für Torhüter. Freunde, was geht ab? Ich bin Felix. Einige werden mich vielleicht vom Print sportlich kennen. In meinem früheren Leben war ich selber Torhüter, habe 6 Jahre im NLZ bei VfL Bochum gespielt, A-Jugend, B-Jugend, Bundesliga, paar Regionalliga-Spiele und heute bin ich nebenbei immer noch Torwarttrainer. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Bora Emre Dogan, ich bin immer noch 37 Jahre alt, bin Cheftrainer beim MSV Duisburg U15 und ich freue mich heute bei dieser speziellen Folge dabei zu sein mit den Torhütern. Ich bin heute dabei, weil auch am Ende der Cheftrainer entscheidet, wer zwischen den Pfosten steht. Man holt sich natürlich die Ideen vom Torwarttrainer, aber am Ende entscheiden wir, deswegen freue ich mich einfach drauf. Freunde, ihr habt ja schon gehört, hier neben mir echt von Torwart-Expertise ohne Ende ein NLZ, also Bochum hast du erzählt, ne? Das ist schon Wahnsinn, wo du überall warst. Eigene Torwart Academy, Spielerberater in dem Bereich. Also wenn dir heute einer gefällt, kann passieren, dass du ihn mitnimmst, oder? 100% Verträge sind schon dabei. Hat er schon mit eingepackt, besser geht nicht. Heute haben wir aber auch einen ganz besonderen Mann noch mit an meiner Seite, den stelle ich euch jetzt noch mal vor. So Freunde, Sebastian ist jetzt neben mir und er kann am besten noch eben erzählen, was er heute hier vorhat. Ja, hallo erstmal, ich bin Sebastian Brune, bin 29 Jahre alt und habe auch selber früher aktiv Fußball gespielt, bin mittlerweile Personal Trainer, war unter anderem in Bochum, bei RB Leipzig, Mannheim, Offenbach und Viktoria Berlin. Ja, und heute werde ich oder darf ich die Torhüter durch das Training begleiten und ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Jungs machen uns so schwer wie möglich. Ein absoluter Macher in seinem Bereich, freue mich. Danke erstmal, dass du da bist. Sehr gerne. Wird auf jeden Fall cool. Jetzt haben wir sehr viel geredet, ohne die Spieler kennenzulernen. Deshalb kommen wir jetzt zur Spielervorstellung. Freunde, falls ihr es noch nicht kennt, was mich aber sehr wundern würde, wir reden hier von Schub. Dankeschön für das Sponsoring dieses Videos. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch einen Partner für so eine Produktion zu haben. Über 2,2 Millionen Nutzer. Deshalb gehe ich auch schon stark davon aus, dass euch das was sagt. Was macht Schub? Cashback sagt jedem von euch bestimmt was. Bares Geld sofort zurückzubekommen. Schub hat über 2200 Partner, unter anderem Lieferando, Mediamarkt, wo es wirklich direkt bares Geld zurückgibt. Ab dem ersten Euro könnt ihr euch das Geld auszahlen lassen, unter anderem PayPal oder ganz normal über das Bankkonto. Die Anmeldung ist natürlich komplett kostenlos. Und natürlich, wenn ihr jetzt hier den Link in der Videobeschreibung nutzt, kriegt ihr sofort bei der Erstbestellung 10 Euro als Cashback wieder. Ich liebe es gerade, solche Werbeplacements zu machen, weil sie für euch auch Sinn machen. Schub finanziert sich selber nicht über irgendwelchen Datenhandel oder sonst was, sondern nur einen kleinen Teil als Provision quasi für die Vermittlung. Und was ich meiner Meinung nach auch sehr fair finde. Für mich und meine Jurykollegen gibt es jetzt eine kleine Pause. Wir bestellen bei Lieferando uns was Geiles jetzt. Und ich sehe da auch kein Hindernis, wenn man schon eine Bestellung tätigt, ein schönes Cashback zurückzuerhalten. Also ist das eine Win-Win-Situation. Jetzt nochmal der Link in die Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Viel Spaß damit. Ich bin Gerrit Frohn, 19 Jahre alt und spiele seit dieser Saison beim SCFL. Hi everyone, I'm Tony Barea, I'm 23 years old and I came from Spain. I actually signed a pro contract with Getafe. I play for the second team, but I'm actually training with the first team. Ich bin Adnan Laroschi, bin 23 Jahre alt und spiele bei Fortuna Düsseldorf in der U23 Regionalliga West. Ja, ich bin Felix Esser und ich spiele bei der U21 vom 1. FC Kaiserslautern. Hallo zusammen, mein Name ist Talar Bayram, ich bin 22 Jahre alt, spiele aktuell in der Regionalliga Südwest bei Mainz 05 in der U23. Hallo, mein Name ist Kevin Hahnseth, ich bin 20 Jahre alt und spiele bei Preußen Münster. Hi, my name is Alexander Heitsch, I'm 18 years old and a profi player for FC Köln.
So, jetzt kommen wir erstmal zu den Favoriten. Rein optisch. Ne? Das heißt noch nichts, aber wir sagen trotzdem mal erst optisch, wer mir oder wer uns am besten gefällt. Wen ich so habe, meine zwei Kandidaten wären einmal der Gerrit hier von SC Verl, wo ich sage, boah, das ist so ein Torwart, wie ich mir den vorstelle, von der Ausstrahlung her. Und auch Adnan, die beiden. Adnan gefällt mir auch sehr gut optisch, wo ich sage, der Mann sieht auf jeden Fall nach Keeper aus. Fortuna Düsseldorf auch authentisch. Torwartstatur, Ausstrahlung, das, was ich so bewerte. Ich war Feldspieler und für mich war es immer cool, so eine sichere Person hinter mir zu haben. Und das wären so die beiden, die ich jetzt vom ersten Eindruck gerne hinter mir hätte. Ja, ich würd auf jeden Fall auch bei Adnan sein, auf jeden Fall als meine erste Wahl, jetzt erstmal optisch. Und dann wäre ich tatsächlich, glaube ich, bei Gerrit. Das wäre so mein zweiter Kandidat. Dann kommt es natürlich darauf an, mit welchem Cheftrainer ich spielen müsste, dann finde ich den Kandidaten aus Getafe sehr, sehr spannend. Wenn ich Trainer einer fußballerischen Mannschaft wäre, die viel hinten rauszockt, traue ich dem Kollegen von Getafe fußballerisch sehr viel zu. Ja. Spanischer Fußball, ne? Genau. So da wird viel gezockt. Ja. Ach, nicht so sehr auf Größe bei Torhütern vielleicht. So. Das ist anders als bei uns in Deutschland vielleicht. Ja, glaube ich schon. Boah, ich muss sagen, von der Optik her sehr, sehr schwer. Also es gibt Kreisliga-Torhüter, die sehen aus, als ob die Champions League spielen würden. Spruch des Tages jetzt schon, hast du hier gesichert. Ja. Zack. Ihr kennt sie alle. Ich muss sagen, Alex sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Aber auch Gerrit hat eine gute Statur. Adnan gefällt mir aber auch gut. Also ich bin so bei den drei, das sind so auf den ersten Blick meine drei Favoriten. Ja, meiner Meinung nach, Optik ist immer halt schwierig, das sage ich immer wieder. Man muss halt wissen oder von Anfang an klar sein als Trainer, was brauche ich für einen Torwart, wie du es auch gerade auch gesagt hast. Ja. Aber eine Sache steht heutzutage schon fest, wir haben mittlerweile keine Torhüter mehr, wir haben Torspieler. Egal wie gut du im Tor bist, wenn du nicht in der Lage bist, der erste Aufbauspieler zu sein, du kannst der Beste auf der Linie sein, du wirst keine Rolle in den höheren Ligen spielen. Ja. Und auf der anderen Seite, von Optik her, gehe ich bei Ado ganz klar mit. Ja, Ado sieht schon so stabil aus, ja, der macht schon guten Eindruck. Wenn er rauskommt als Torwart, würde ich da ein bisschen, glaube ich, zucken, wegbleiben. Und den Talha, da gehe ich auch mit, der sieht auch wie eine Maschine aus. Klar, man weiß nie, was die Jungs so drauf haben, aber Optik bei einem Torwart ist ja auch nicht unwichtig. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was die Jungs drauf haben. Aber ihr habt es ja schon angesprochen, schön ist das, dass wir es nicht anhand der Optik erkennen müssen, sondern anhand der Leistung. Und da kommt gleich auch Sebastian, der an meiner Seite ist, gleich ins Spiel, dass wir gleich wunderbar mit der ersten Übung anfangen können. Seid ihr ready? Ja, freu ich mich drauf. Erste Aktion, direkt Action. Dann würde ich sagen, Feuer frei, oder? Let's go. Auf geht's. Es sind 5-6 Aktionen hintereinander weg. Ist, glaube ich, auch sehr schön, direkt mehrere Aktionen zu sehen, damit wir auch nicht nur anhand einer Aktion erkennen, wer es sein könnte, sondern du hast hier wirklich 5-6 Aktionen hintereinander weg. Viel Spaß mit Challenge Nummer 1. Gerrit, jetzt. Auf geht's, Gerrit. So war's doch gut. Ach, schon wieder nicht. Ja. Nee, erster Kontakt reicht mir nicht. Er legt sich den auf den linken und spielt den dann trotzdem mit rechts, weißt du? Auch nicht. Den Arm. Okay. Aber der war okay. Macht man besser als den Aber der Volley hat mir nicht gefallen. Ja. Der Ablauf ist okay. Ablauf ist super, Ablauf ist brutal. Heftig. Stark, Gerrit. Richtig geil. Ja, war nicht einfach. Also ich feier gerade den Abwurf. Ich feier genau. Wir spielen zum Beispiel ein Konterspiel, wir spielen Umschaltverhalten. Wenn du so einen Torwart hast, der so einen Ball reinbringen kann, geil. Hammer. Ja. Geil. Ich fand den als Aufsetzer gar nicht verkehrt. Volley hat mich ein bisschen gestört. Im Raum war okay. Mhm. Spielerisch fand ich das ein bisschen, weiß ich nicht, so, ich bin ja auch Fußballer, ich achte, so der erste Kontakt, Ballannahme war ein bisschen hektisch, aber der Abwurf, ich liebe sowas, wenn er wirklich so den Ball hat, das Spiel schnell machen kann, schon moderner Keeper, auch die Statur. Aber der erste Kontakt ist Gold wert, beim Torhüter wie auch beim Spieler. Absolut. Der erste Kontakt ist das A und O. Was mir aufgefallen ist, er nimmt den mit rechts an, hat sich den auf den linken gelegt, aber läuft und spielt nochmal mit rechts, weißt du, nur auf den linken so, weil... Er hat halt keinen linken. So. Toni, auf geht's. Auf Toni. Klasse angefordert. Boah, geiler erster Kontakt. Boah. Zweites. Ja. Ist okay. Knapp vorbei. Klasse. Sauber. Aber Kunstrasen kann ein Thema sein. Ja, nee, sauber. Überhaupt nicht. Der ist geil, der Mann. Guck dir das mal an. Gut, und? Ja, klasse. Oh mein Gott. Stabil. Buena.
Ja, ja, stark. Hammer Durchgang. Ey, mein Mann. Top. Ja. Mein Mann. Ehrlich, jetzt. Ich gebe erstmal einen Haken, würde ich sagen. Stark. Wir gucken wir uns später nochmal. Also, die Klappe kann schon mal stimmen. Toni war 23. Ah, ja, gute Annahme jetzt. Annahme gut. Auch gut, aber. Auch gut, ja. Sehr sauber. Ja. Sehr sauber. Der lächelt so die ganze Zeit dabei. Ja. Ja. Ist ja. So gut drauf. Er hat Spaß dran. Und Kommando. Ja, Junge. Ja. Ja. So. Gut aus. Jetzt komm. Ja! Yeah! Yeah! Ich feier dabei. Den! Ich feier den! Gut dabei! Geiler, ich feier den! Noch einen Safe machen, komm! Harter! Oh! Er wäre da gewesen! Noch einen Schuss vielleicht? Ja. Noch einen Schuss! Einen Schuss brauchen wir noch! Ja, guck mal, jetzt mit Tempo, zack und Abfahrt! Oh! Wow. Ja. Nachgehen! Ja! Das gehört dazu! Überragend! Ich sag euch ehrlich, ist auch wichtig, wenn du ihn nicht festhältst hinterher, das lernt man auch in der NLZ. Direkt wieder hoch. NLZ-Niveau. Direkt wieder hoch. Obwohl die mittlerweile viel dann ins Blocken gehen dann und dann da warten. Die gehen nicht mehr in Ballangriff in Block. Voll rein, die gehen in Block und machen zu. Man muss so situativ entscheiden, natürlich. Aber ganz ehrlich, klasse Durchgang. Felix, ich bin sehr gespannt, was er kann. Jawohl. Guter Ball. Ja. Guter Ball. Gute Technik. Ja, okay. Hätten saubere Technik. Ja, der flache war gut, der oben war nicht so. Ja. Auch nicht, zu lange gezögert. Ablauf. Der war wieder gut dabei. Schönes gut. Ding. 10 von 10. Ja, der schönes war Ding. Ja, boah, schade. Gut, schade. Gut hingegangen. Sehr schwieriger Ball. Naja, hätte man haben können mit so ein bisschen mehr Reichweite vielleicht. Ja, schon. Oliver Kahn hat mal gesagt, wenn du mit der Hand am Ball bist, musst du ihn halten. Ist das so? Hat Oliver Kahn gesagt. Wenn du mit der Hand dran bist, muss man ihn rausdrücken. Ja. Ich finde ihn aber jetzt so meine Person, ich kann ja gut das Fußballerische werden. Ich fand ihn als Fußballer aber schon sauber. Erster Ball an und Mitnahme sauber. Ja. Sidevolley sehr clean. Fand ich schon so fußballerisch also sehr sauber. Ja. Nimm Lautern ab. Komm, let's go. Auf geht's. Wir haben genug Kacke gelabert. Oh, der hat Bock. Ja, aber gut, er fordert den Ball. Guter Erster. Mitnahme ist zweiter ist ein guter Ball. Das ist okay, das Treffen ist für mich gar nicht so wichtig. Rettet. Auch sauber, oder? Ja, das ist sauber. Ist okay, kann man nichts gegen sagen. Und jetzt komm auf den höchsten. Komm, Junge, komm. Ja. Nee, das ist leider nicht so. Da fehlt ihm die Spannung. Aber der ist okay. Nee. Okay. Nee. Komm, Junge, fisch ihn raus. Ja, schwerer Ball. Jawohl. Komm. Wirklich schwieriger Ball. Also, Leute, geile Aktion. Also ich muss sagen, letzte Aktion macht er sehr stark, dass er zweimal hinterher geht. Was mir aber nicht gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Flanke. Er hat keine gute Spannung gehabt. Im Raum. Plus der Sidevolley, er trifft den viel zu weit gequält. Unten. Den will er unbedingt. Das ist diese Leichtigkeit einfach. Ja. Aber denk dran, das ist die erste Runde und wir müssen auch mal gucken, was hält der Junge. Ja. Ich fand so gut. Das, was wir gesehen haben, auch erster Kontaktball an und Mitnahme, hat mir gut gefallen. So. Er hält den gut auf der Linie. Auf jeden Fall. Das auch. Aber im Raum, so dieser Bewegungsablauf, der hat mir nicht gepasst. Da fehlt auch ein bisschen so die Spannung. Ja? Dafür seid ihr auch die Experten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schön, dass das, was wir vielleicht nicht sehen, das müsst ihr sehen. Ja. Und, ja. Das sind so Sachen, die ich gar nicht gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ne? So, die Für mich ist das wichtig, dass der Torwart den Ball hält. So. Ist ja auch am Ende das Wichtigste. Ja, oder? Aber ich sag, wenn ich an Mainz 05 denke ich wirklich an eine richtig gute Ausbildung. Wie gesagt, die stellen so viele Nationaltorhüter. Hast du recht. Und da ist die Technik, die steht da an oberster Stelle. Ja, so, das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Komm. Auf geht's, Kevin! Gut, Kevin! Linker Ball. Sauber. Klasse Spiel. Ja, geht so, der Volley nicht gut gespielt, aber holt er gut. Ja, auch okay. Auch in Ordnung. Der hält ihn ein bisschen lockerer sein. Bisschen. Aber er ist schnell auf dem Füßen. Ja, genau. Das ist nicht im Raum stark. Guter Abwurf. Sehr gut, genau. Ja. Top. Gefällt mir der Mann. Wichtig, dass er lange oben bleibt. Weißt du darfst dich nicht zu früh entscheiden, weil wird er abgefälscht, geht er über dich drüber, was auch immer. Sehr technisch, also wenn ich das jetzt bewerten würde, war schon fast mit am saubersten mit Toni zusammen so, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja. US-Boy, ne? US-Boy. Ja, US-Boy. Klasse. Guter erster Kontakt. Auch mit Jungs. Ja, direkt. Okay. Schön. Gute Themen. Der wird wie ein Basketballer zurück, aber sauber bis jetzt. Das ist diese Torwarttechnik. Spezielle Art. Ja, auch gut. Okay. Auch gut. Er hat auch eine Reichweite. Ja. Guter Ball. Ja, guter Ball. Zeig mal, was du drauf hast. Boah, eklig zu halten. Ja, unangenehm. Unangenehmer Ball hält er. Danke dir, Alex. Krieg ein Foto von mir. Danke, Alex. Ja, Entscheidung. Zwei müssen wir rauswählen bei so. Zwei direkt. Zwei direkt rauswählen bei so. Oh, zwei ist brutal. Das ist so schwierig. Ich hätte einen einzigen, den ich vielleicht jetzt erstmal. Was heißt, einen, den ich rauswählen würde, den zweiten nicht. Aber da ich immer eigentlich als erstes meine Meinung abgebe,
werfe ich den Ball mal rüber zu Bora. Wir gehen mal von links nach rechts. Okay. Ja, also danke erstmal, dass du mir diese schwierige Aufgabe zutraust. Ja, klasse. Vorab muss ich allen erstmal einen Pops geben. Hammer-Torhüter, ja, die haben alles super performt und deswegen ist die Entscheidung wirklich sehr, sehr schwer. Bei Felix Kaiserslautern U21, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich als Trainer wäre jetzt nicht ganz sicher bei ihm. Ja, wie er die Bälle festgemacht hat, wie er auch bei Annahme, Mitnahme insgesamt das ganze Bild passt meiner Meinung nach nicht in die Mannschaft Kaiserslautern. Die haben halt eine Top-Ausbildung, der ist bei der U21, müsste jetzt schon bereit sein für die Profis. Ja, den muss man, den kann man eigentlich normalerweise sofort reinwerfen. Das ist die Geschichte, die ist mir nicht ganz schlüssig. Auf der anderen Seite muss ich leider auch die Geschichte von Talha ist mir so ein bisschen unschlüssig, weil Mainz 05 U23, auch da sind wir auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Nochmal, er hat das richtig gut gemacht, aber bei der einen oder anderen Situation war es einfach nicht flüssig, war es einfach nicht glaubwürdig. Gerade bei Sideschuss, ich glaube, die trainieren 10.000 Schüsse pro Training und jeder Schuss sitzt halt bei einem U23-Torwart. Deswegen wären das meine beiden Kandidaten. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir hier einmal einen US-Boy haben, den Alex. Und bei ihm hat man direkt gesehen, die bekommen eine andere Ausbildung als wir in Deutschland. Das heißt, die haben einen ganz anderen Stil, Volleys zu fangen, abzuschlagen und was auch immer. Genauso gut hat mir auch der Toni von Getafe gefallen. Bei ihm hatten wir einen sehr, sehr schönen Ablauf. Der hat einen richtig geilen Side-Volley gespielt. Der hat gefühlt alles gepasst. Also ich muss sagen, der Toni ist mein Geheimfavorit. Ich bin auf jeden Fall auch derselben Meinung, dass bei dem Talha und bei dem Felix leider ein bisschen zu wenig kam. Wenn wir uns jetzt vorstellen, U23, Mainz 05, der muss theoretisch schon ready sein, morgen in der Bundesliga spielen zu können. Und das habe ich leider bei ihm nicht wirklich gesehen. Deswegen logge ich auch Talha und den Felix ein. Die beiden schaffen es für mich leider nicht weiter. Ja, für mich ist es tatsächlich auch nicht ganz so einfach. Es ist wirklich eine hohe Leistungsdichte hier heute, muss ich zugeben. Und das mit der technischen Komponente aus der USA kann ich definitiv so bestätigen. Ist ein ganz anderer Torwartstil auf jeden Fall, aber war sehr sauber, und darum geht's. Es hat funktioniert, dafür machen wir das. Am Ende müssen wir Bälle halten, es muss funktionieren. Ich habe tatsächlich die Geschichte bei Mainz 05 nicht so, also die ist für mich nicht ganz schlüssig, muss ich zugeben. Ich kenne die Torwartausbildung bei Mainz 05 schon sehr lange. Haben mit Finn Dahmen, mit Huth, mit Zentner schon echt gute Jungs rausgebracht. Wäre jetzt mein Kandidat, muss ich zugeben. Gerrit war eigentlich mit einer meiner Favoriten vom ersten Eindruck. War mir dann doch zu zappelig, zu unruhig für einen Profi-Torhüter, muss ich ehrlich sagen. Auch gerade bei den Volleys und flache Bälle, wo ich sage, als Profi-Torhüter nehme ich die mit einem Puls von 40 und packe die ganz entspannt. Deswegen wären meine Kandidaten definitiv Talha und Gerrit. Wen ich jetzt auch rauswählen würde, ja, ist schwer, ich fand alle geil. Ne? Ich fand alle geil, ohne Scheiß jetzt. Ich tue mich da gerade so schwer mit, weil alle... häufig ist das so in Folgen, wo schon Leistungsunterschiede, große Leistungsunterschiede zu sehen sind. Jetzt ist die Leistungsdichte, wurde ja auch gerade schon angesprochen, so eng beieinander, wo ich sage, ja. Alter, da tut sich nicht viel. Richtig. Die sind alle schon auf einem sehr, sehr hohen, krassen Niveau. Ich hoffe, das kommt auch draußen bei den Leuten an. Ich würde aber tatsächlich auch mit Felix und Talha gehen. Wenn ich dann zwei rauspicken müsste, dann am ehesten die beiden, obwohl die beiden auch krass wären und wahrscheinlich in jeder anderen Torwartfolge sogar das Ding vielleicht gewonnen hätten. Aber wenn ich dann zwei Leute auswählen müsste von allen krassen, dann würde ich mit Felix und Talha gehen. Dann bedanke ich mich aber erstmal bei Felix und Talha an der Teilnahme. Riesenkompliment, Riesenprops und ich hoffe natürlich, dass sie keine Entscheidung, keine Fehlentscheidung getroffen haben. Freunde, was für ein unglaublicher Durchgang. Der erste, auch eine geile Übung. So konnten wir richtig viel sehen. Viele Aktionen hintereinander weg. Wie gesagt, fast die Five-Shot-Challenge bei den Fußballern. Jetzt wollen wir natürlich in Runde 2 noch mehr ins Detail gehen, noch mehr Feinheiten sehen und vielleicht daraus nochmal den Pro-Keeper herauserkennen. Also viel Spaß mit Runde Nummer 2. Dickes, fettes Giveaway. Ihr seht es schon, ein C43 AMG haben wir hier zu verlosen. Ihr müsst auch gar nicht so viel machen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Giveaway, wo ihr 30 Accounts folgen müsst, sondern es sind lediglich 3. Sag mal ganz kurz, wie viel kostet dieses Auto? Dieses Auto ist über 40.000 Euro wert. Und ich muss nur 3 Instagram-Accounts folgen? Mehr musst du nicht machen. Du bist doch verrückt. Das ist geisteskrank. Und wir haben insgesamt noch weitere Preise. Wir kommen hier auf einen Gesamtwert von über 50.000 Euro. Einfach hier die 3 Instagram-Kanäle abonnieren und dann seid ihr schon mit dabei. Wahnsinn.
Jetzt geht's weiter im Video. Viel Spaß, Freunde. Kurz und knapp, wir fangen hier an. Ihr seht zwei Bälle und zwei Tore. Das heißt, ich werde mich hier positionieren, zwei Stürmer hinter mir. Ball geht nach links oder nach rechts raus. Torwart reagiert und setzt den Block. Danach zurückpositionieren, zur rechten Seite oder zur linken Seite, je nachdem, welches Kommando ich gebe. Positionieren, halten, wieder in die Mitte. Positionieren, stehen, ganz wichtig, weil wir wollen nicht von links nach rechts wild laufen. Wir gucken, wir beobachten das Spiel und dann positionieren wir uns zur anderen Seite, wieder ein Shot. Das heißt, wir haben zwei Blocks und zwei Shots. Und das ist auch alles. Das ist jetzt der Gerrit. Nochmal der Gerrit, ja. Gucken wir uns den Gerrit mal an. Oh, der ist von unten durchgerutscht. Falsche Entscheidung. Kein Block. Falsche Entscheidung getroffen. Scheißball. Mann, die müssen kommen. Schade. Egal. Jetzt bin ich gespannt. Toni. Der liegt gut. Ja, macht er gut. Guter Block. Oh, ja, schwierig. Der ist ärgerlich. Ja, schwierig, ärgerlich. Kommt der Ball sogar noch zu mir? Du da raus. Ja. Gut rausgeguckt. Hm? Oh, hat er gut gemacht. Wisst ihr, was mir ihm gefällt? Er ist schnell unten. Rapido, rapido, fuerte, fuerte. Ado. Vollgas. Guck mal, Fokus ist ja auf jeden Fall. Der ist super dran. Dynamisch, dynamisch. Klasse. Gut, guter Block, rückwärts. Geiler Typ, ey. Ja. Klasse, Junge. Ja, guter Block. Und komm, jetzt bringen die Beinarbeit. Ich mag die Beinarbeit. Eierball. Die Beinarbeit. Was anderes gesagt. Guck mal jetzt, wie er so rüberschiebt. Ja, ist okay. Schwieriger Ball. Ich hab nichts gesehen, leider. Aber dieses Rüberschieben hat mir gut gefallen. Ja. Jeder Ball, komm, jeder Ball. Gut, geil. Gut, Tempo, geil, Tempo. Geil, geil. Nicht, dass er sich ärgert. Vor, vor. Ich jawohl, ja, gut, Kevin. Dynamisch. Komm, bring ihn. Es. Boah. Alter, wo klopfst du den Ball denn hin, mein Lieber? Boah. Ja, ja. Okay, gut. Ja. Gerne. Feier. Ja, okay. Gut. Der war gut. Der Junge ist auf Spannung. Ja, ja. Gut, Alex. Du weißt nicht, wie oft er das jetzt zuletzt trainiert hat. Gut, ja, Alex. Oh, gut, gut, Alex. Well done. Oh, mach den Safe. Kann er ruhiger bleiben. Ja. Einfach vertrauen. Ja, sind, ja. So, Freunde, jetzt müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Wieder müssen uns zwei verlassen. Jetzt sage ich auch erstmal meine zwei Kandidaten. Ne? Boah, ich fand alle krass und die Leistungsdichte wird immer enger, also das ist schon heftig. Also einmal den Ado, auch wenn es mir jetzt sehr, sehr schwer fällt mit ihm, weil ich ihn sehr gerne weitergesehen hätte. Und den Alex auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich fange mal mit Alex an. Ich glaube, gerade weil ich die Konkurrenzsituation beim 1. FC Köln eigentlich ganz gut einschätzen kann. Ich kenne die Torhüter dort, ich kenne das Niveau der Keeper sehr gut. Ich glaube, dass das nicht ganz so stimmig ist. Und gerade wenn wir hier über Profi reden, glaube ich, ist das nicht ganz stimmig. Deswegen würde ich erstmal Alex wählen. Und bei Ado gehe ich definitiv auch mit. Also ist tatsächlich sehr, sehr stimmig. Muss man normalerweise nicht aufwecken, steht gut da, war, glaube ich, auch einer unserer Favoriten, gerade körperlich. Ich glaube aber, da haben wir uns tatsächlich von der Körperlichkeit ein bisschen irren lassen. So die Optik, wie gesagt, ist wichtig, aber ist eben nicht alles. Also deswegen, das wären auch meine zwei Kandidaten. Kommen wir dann auch mal zum Alex. Da hat mir der Block tatsächlich nicht so gut gefallen. Das war nicht mit voller Überzeugung. Ich glaube, wir bei uns in Deutschland bringen den Torhütern das ein bisschen anders bei. Er kommt zwar nicht aus Deutschland, es kann sein, dass sie in Amerika da ein bisschen anderen Ansatz verfolgen. Aber ja. Am Ende waren die Bälle drin. Ne? Ja, am Ende waren die Bälle drin und dann war es nicht ganz so, wie es sein sollte. Deswegen bin ich bei Alex auf jeden Fall, dass ich ihn auch einloggen würde. Und ebenfalls kann ich euch beiden zustimmen. Adnan, zwar auch gute Ansätze, aber für den Profibereich, glaube ich, fehlt da ein bisschen was. Ja. Ja, also das Ganze ist tatsächlich so abgelaufen wie freitags bei uns im Trainerzimmer. Ja, die Torhütertrainer, die Torwarttrainer stellen das einen vor und am Ende sage ich dann, okay Jungs, oder ich gehe da nicht mit. Aber diesmal gehe ich tatsächlich mit der Expertise hier mit. Klar, also der Adnan, der Ado macht einen richtig guten Eindruck, aber den würde ich zum Hallenfußball einladen. Der würde alles auseinandernehmen, aber ist für mich jetzt kein Torwart für Regionalliga, wenn ich mich nicht irre, U23. Genau. Und müsste dann im Fortuna Düsseldorf mit Anschluss nach oben. Na klar, mit wenn Anschluss einer sich oben verletzt, dann muss er da, dann muss er da muss sein. Zweite Liga spielen. Zweite Liga reif sein, das ist meiner Meinung nach nicht so weit. Auf der anderen Seite Alex, 1. FC Köln, auch da kenne ich mich ein bisschen in der U19er Bundesliga aus. Da sind andere Kaliber unterwegs. Deswegen, Nationaltorhüter mit Blasic. Genau, richtig, ja, deswegen gehe ich da mit den beiden Torwarttrainern mit. Wir sind uns einig, Ado ist ein geiler Keeper. Ja. Danke dir, Ado. Und danke, danke dir, danke, Alex. Vielen, vielen Dank, Männer. Danke euch.
Ja, mir fehlen schon fast die Worte. Diese Qualität, die Leistungsdichte, das ist unfassbar, was wir gleich noch weiter sehen werden im Halbfinale. Der Sebi macht das auch klasse mit den Übungen und er stellt euch jetzt gleich die Challenge Nummer 3 vor. Viel Spaß mit dem Halbfinale, Freunde. Bei der nächsten Challenge im Halbfinale geht es einmal um Fangsicherheit und den Abdruck. Das heißt, wir testen mit der Ballmaschine die Fangsicherheit und danach gehen wir noch mal in die Flugshow rein, damit wir auch mal sehen, wie die Jungs sich abdrücken. Und dann wissen wir hoffentlich mehr und gucken mal, wer im Finale steht. Also von daher, los geht's. Ich bin mal gespannt. Gerrit, Junge, ja. Vollgas. Pfeffer ihn rein jetzt. Gut. Oh, der tat weh. Oh, der tat weh. Der könnte auch Finger gekommen sein, ne? Ja. Finger. Boah, okay, okay, okay. 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 Das war zu schwer geworden. Mhm. Oh, der guck ist super. Das wollten Sie doch sehen, ne? Hier, ja. Gut, Gerrit. Dynamik hier, Junge. Geil, Gerrit! Überragend, Junge. Toni, ich bin gespannt, Junge. Ja. Boah, stark. Super Hände. Das ist halt stark. Buena. Gute Technik, ja. Brutal. Ja, okay. Aber die Reichweite, okay. Ne? Aber Jungs, Kevin, komm, der muss kommen. Und reingehen. Boah. Stark! 90 von Südkorea. Jetzt kommt mein Favorit. Ich kann nur aus Kevin. Persönlichen Kevin, das ist mein Favorit. Boah, ja, kann passieren, kann passieren. Boah. Ja. Wir wirklich eine Streuung drin, ne? Ja. Boah, sie ist gut geflogen. Ja. Aber auch dynamisch war schwer, schwierig. Ja. So, wir müssen jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Aber was haltet ihr davon, dass wir uns erstmal Geschichten von den Jungs anhören? Das heißt, sehr heißt gerne. Ja. Eure Fußballstory. Ich würde gerne mit Gerrit anfangen. Das interessiert mich am meisten, also mit am meisten mit Toni zusammen. Aber ich würde gerne mit Gerrit Real dritte Liga anfangen. Kannst du uns seine Fußballerlaufbahn einfach erzählen? Genau, ich habe angefangen beim VfL Leute bis zur D-Jugend, zweites Jahr. Da bin ich dann gewechselt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer sehr viel Tennis gespielt habe und Basketball. Ich habe Fußball noch nicht so ernst genommen. Dann hatte ich einen Trainer, der ziemlich auf mich gesetzt hat, bin dann nach Lohne gewechselt, Blau-Weiß Lohne. Und habe dann da ein Jahr gespielt, nee, zwei Jahre genau, also C-Jugend, erstes und zweites Jahr. Und ja, dann bin ich zum JV Nordwest gegangen, war dann der richtige Schritt. Ich würde sagen, Top-Trainer-Team, habe ich wirklich viel dazugelernt, auch gerade mit dem Ball. Genau, und auch persönlich mega weiterentwickelt, allein ja, die Zugverbindung ist halt sehr schlecht und da musste ich mich halt immer organisieren und so, das hat mir extrem viel gebracht. Und dann habe ich das letzte Jahr Jugend, also letztes Jahr, noch beim JV gespielt. Und dann bin ich zum ersten Jahr her, also jetzt zum 1.7. zu fair gewechselt. Geiler Typ. Ja. Feier ich. Wo hat der vorher gespielt? Bei Lohne und bei JV. Das ist, glaube ich, bei Oldenburg da die Ecke. Genau. Oder? Also die Jugend vom VfB. So. Genau. Jugend. Stimmt. Geil. Welche Liga spielen die? Regionalliga spielen die? Regionalliga. Also JV, genau. Regionalliga, ja. Ich habe gerne zur Geschichte. Ist das jetzt ein Paulaner gewesen oder nicht? Paulaner ist die Frage. Ihr. Es ist schwer. Puh, die Warum Geschichte nicht? Ist leider stimmig. Leider sehr, sehr stimmig. Ja. Ich bin ja in dem Segment eigentlich unterwegs. Ich stelle natürlich den Stammkeeper der U19 bei Ferl. Puh, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich dich nicht auf dem Zettel habe. Aber das ist echt stimmig, irgendwie, was du hier sagst. Wir werden sehen. Well, I start playing football with 5 years old. And I start playing like a defense. And I don't like it, and I decide to go to the goal. And with 6 years old, I go behind a goal. And that started my goalkeeper career. I stayed on Mallorca playing for one team until I was 17 years old. And then I went to Getafe, to Madrid. I spent 1 year there playing with my age team. And after this year, I went to Numancia. It's in Castilla y León. I spent there like 4 years. And now I came back to Getafe. Auch eine stimmige Geschichte. Absolut. Also unterwegs gewesen und wieder zurück zum Verein, Heimatverein zurückgekehrt, mehr oder weniger. Gespielt, wenn er dann bei Extremadura und Numancia gespielt hat, kann das stimmig sein, dass er jetzt zurück ist zu Getafe. Genau, wie oft hast du das erlebt? Torhüter, die verliehen werden? Oder, dafür ist es dann kein Alter mit 23, richtig. Wenn du dann zurückkommst. Ja, schon ist sehr stimmig. Also insgesamt der Werdegang, was er jetzt auch dargestellt hat, eigentlich genau wie bei Gerrit. Verbindung mit der Leistung. Absolut, macht Sinn. Macht Sinn. Boah, das macht die Sache schwieriger jetzt. Ekelhaft. Man sieht ja. Sag, wie es ist. Es macht es ekelhaft. Wirklich. Gute Technik. Man sieht, der Toni hat eine gute Technik einfach. Da wird schon einiges. Also die Ausbildung hat er schon genossen, merkt man. Ne? 100%. Also egal, was ob es stimmt oder nicht, ich sag, der wurde bei Getafe ausgebildet. Das glaube ich ihm. Ja, das kauft ihn ab.
Ja. Ob er da jetzt wieder ist, ist die andere Frage, aber ausgebildet glaube ich schon. Bist du U19? Der hat sehr gutes Niveau auf jeden Fall. Mhm. Können wir jetzt auch Kevin anhören? Ja, unbedingt. Gerne. Unbedingt. Ja, also meine Geschichte ist ganz einfach. Ich habe bis zur D-Jugend, bei meinem Kassierverein gespielt. Bin dann zur D-Jugend nach Bundesliga gewechselt und seitdem die ganze Jugend durch. Das ist stimmig. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist stimmig. So, das ist so ein Preuß-Münster-Ding, glaube ich. Ne? Die holen einmal Spieler und die wollen die gerne bei. Bei uns ist es auch nicht anders. Wir holen die Jungs in der G-Junioren. Dann fördern die komplett. Mhm. Aber das ist so stimmig. Hast du U19 Bundesliga gespielt? Ja, teilig, weil ich meistens so 23 musste, weil der Torwart sich dort verletzt hat. Ja. Hab da auch 3 Spiele gemacht in der Oberliga als U19-Spieler. Ja. Ja. Jetzt macht alles Sinn. Boah, alle 3 Geschichten schwierig. Machen Sinn. Boah. Bis zu einem gewissen Punkt, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bin so einer, der sich da gerne was anhört. Kennst du mich auch ein bisschen? Ja, klar, 100%. Und bei dem Kollegen, also gehe ich da bei Gerrit. Warte. Die Entscheidung kannst du nicht verwenden. Nee, keine Entscheidung. Nein, ist keine Entscheidung. Okay. Ist sehr, sehr stimmig, was er erzählt. Sehr, sehr stimmig. Ja. Aber auf der anderen Seite hier auch. Ja, Ausland, da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der Experte für. Ja. Aber bei beiden gehe ich da voll extrem mit. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Darum geht es am Ende des Tages. Mhm. Und ja, ich habe alle 3 Geschichten gehört. Ich finde alle 3 Geschichten meiner Meinung nach stimmig. Ich finde alle 3 Jungs super. Und alle 3 könnten es sein. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Okay. Ja. Was sagst du? Ich habe Felix, immer der fragt, der gewinnt. Auf geht's, Felix. Ey, ich finde es echt hardcore schwer. Ich dachte, nach diesen Stories wird es ein bisschen einfacher, aber es ist gefühlt noch schwieriger geworden. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt Toni von seiner Technik her. Richtig, richtig gut. Der hat einen richtig starken Abdruck. Klar, wir haben jetzt gesehen, er ist der kleinste von den 3 übrig gebliebenen. Dadurch hat er aber einen richtig geilen Abdruck. Deswegen würde ich Toni auf jeden Fall schon mal weiterschicken. Ich muss sagen, von der Übung davor hat mir Gerrit tatsächlich immer noch einen Tacken besser gefallen mit einem guten Block und einer guten Fangsicherheit. Deswegen bin ich bei Toni und Gerrit fürs Finale. Ich kann das schon fast so übereinstimmend mitgehen. Nicht, weil ich einfach dasselbe sagen möchte, sondern ich sage auch, Toni fand ich technisch von der ersten Übung, von dem, was ich bewerten kann, bis zur letzten Übung, wo ich sage, der ist gesaved für mich im Finale. Und wenn ich jetzt nochmal nur die letzte Challenge vergleiche, fand ich Gerrit so ein bisschen wuchtiger, sicherer, vom Abdruck her auch wuchtiger, dass ich sage, auch die Fangsicherheit war da gerade das Thema. Ich sage, er hatte schon eine wuchtige Fangsicherheit. Der eine verspringt ihn leicht, aber alles andere war schon, wo ich sage, ja, er wirkt für mich einfach souveräner. Und anhand der Leistung gehe ich mit Toni und einmal mit Gerrit mit. Das ist meine Entscheidung. Ja, ich gehe dabei Toni definitiv mit. Auf jeden Fall. Ja. Der Junge hat eine riesen Technik, meiner Meinung nach. Macht auch einen guten Eindruck. Ich würde ihn sofort aufstellen. Ja, ich glaube, der ist auch ein geiler Zocker am Ball, am Fuß. Gecoacht, genau. Ja. Der ist schon gut ausgebildet, ja, insgesamt. Ich will jetzt gar nicht auf die Storys eingehen, weil die Storys einfach für mich alle 3 stimmig genau. sind. Alle 3 sind stimmig. 100%. Jetzt ist das für mich bei mir, ist es ein Zweikampf zwischen Gerrit und Kevin. So, Gerrit ist natürlich körpergrößentechnisch ein Stück weiter. Stabiler. Stabiler, ja. Macht auch einen richtig guten, stabilen Eindruck. Aber ich persönlich sehe den Kevin technischen Ticken besser. Natürlich bin ich jetzt kein Torwarttrainer, aber ich beobachte das Ganze auch als Gesamtpaket, als Trainer. Genau. Ich würde, wenn ich zwischen den beiden stehen würde, würde ich die natürlich abwechseln, weil beide stark sind. Ja. Aber den ersten Torwart würde ich Kevin machen, weil er mir den Eindruck auch vermittelt, da ist auch Luft nach oben. Auch vom Alter also her. Auch vom Alter her, auf wen setzt du da als Trainer? Genau. Ja? Man muss auch bei uns, sagt man im NLZ, man muss eine Fantasie mitbringen genau. für den Spieler. Und meine Fantasie, also jetzt fußballerisch betrachtet, ist bei Kevin ganz weit vorne. Deswegen würde ich ins Finale gehen mit Toni und Kevin. Ist doch dran. Ja, tatsächlich echt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und ich werde mich auch definitiv nicht beirren lassen von der Story, weil anhand der Storys ist es wirklich komplett stimmig, muss man ehrlich sagen, bei allen 3. Vom Torwarttalent, klar, Toni, auf jeden Fall auf 1, muss man schon sagen. Ja. Der bringt echt alles mit, bis vielleicht jetzt für Deutschland die Größe. Wenn jetzt nochmal 3-4 Zentimeter mehr da wären, boah, dann würde ich das richtig, richtig spannend finden, auch für Deutschland, für den Profibereich, aber technisch unfassbar. Bei Gerrit bin ich mir
noch relativ unsicher, weil schon viele Wackler mit drin sind. Du stehst gut da, du bist stabil, aber technisch sind da schon noch ein paar Vakanzen, wo man dran arbeiten müsste. Deswegen würde ich tatsächlich auch mit Toni und Kevin mitgehen, weil ich glaube, Kevin bringt da technisch schon noch mal eine andere Komponente mit. Und ich sage, zwischen euch sind 3 Jahre. Ja. Ich glaube, jetzt aus Torwarttrainer-Sicht mit meiner Torwartschule habe ich den Kevin vielleicht... Zwischen wem sind 3 Jahre? Zwischen Gerrit und Ach Kevin? Ach so, die sind beide... Gerrit ist selber 19. Ach so, okay. Gerrit, da ist kein großer Unterschied. Ach so, okay, da Kevin, ist vom Alter... Zwischen Toni und... Ah, okay, ja, stimmt, 20. Stimmt. Toni und Gerrit ist sogar der Jüngste gerade in der Runde. Ach so, Gerrit ein Jahr Unterschied. Gerrit ist jünger als Kevin. Okay, dann war das mein Fehler. Alles gut, ja, ich wollte alles nur kurz einmal... Nein, ist gut, dass aber du das gemacht hast. Aber dann mit Toni rein, weißt du? Mit Toni haben die... Wenn wir sagen, hey, der Toni ist jetzt Maß der Dinge. Genau. Ja, wenn wir das Ganze nehmen, das meinte er. Ja, genau. Alles gut, ich wollte es nur kurz gesagt haben. Aber ich sage definitiv, dass es mir technisch... dass mir das bei Kevin definitiv einen Ticken besser gefallen hat und ich mich deswegen für Toni und Kevin jetzt entscheiden würde und gegen meinen ersten Kandidaten Gerrit. Ja, was machen wir? Puh. Wir haben Stechen. Wir haben ein Stechen und Bora, der die Formate seit Tag 1 verfolgt und mit dabei ist, weiß, was das heißt. Wir gehen ins Stechen, das heißt einmal Gerrit gegen Kevin in einer Challenge ums Finale. Geil. Ich würde sagen, mega. Sebi wird sich da, denke ich mal, irgendwas Geiles ausdenken. Sebi, wir sind gespannt. So, wir sind im Stechen, wie ihr mitbekommen habt. Das heißt, Kevin und Gerrit, 1 gegen 1. Toni schlägt jetzt nur noch die Flanken. Das, was wir machen, ist jetzt etwas spielnäher. Wir wollen gucken, wie sind die Abläufe. Das heißt, Toni wird eine Flanke reinschlagen, Gerrit wird den abfangen. Wird mich anrollen, ich lasse den Ball klatschen. Er muss mit einem sauberen ersten Kontakt den Ball mitnehmen und Englisch, wenn möglich, auf Kevin mal spielen. Also von daher, let's go. Gespannt. Okay, let's go. Stechen. Strafraum beherrschen, wichtig. Ja, Ansage gefällt mir. Geile Übung. Hey Sebastian, der macht geile Übung. Jetzt bin ich mal gespannt. Spieleröffnung. Positionieren. Ja, okay. Was passiert? Ja. Jawohl. Sehr schwierig. Ja. Die Ball an- und aber Mitnahme ist das Einzige, was mich irritiert. Weil das wirkt so behäbig, so langsam. Ich hab jeder Stürmer wird dazwischen sprinten und den Ball eventuell ergattern können. Nein, aber das sieht doch ein bisschen dynamischer aber du aus. Weißt, bei den Bilden zum Beispiel bei sich spielen. Ne? Wenn die einfach Langholz spielen, schon immer, genau. dann juckt das nicht. Weißt du, dann muss er das nicht so können. Wie gesagt, wir haben über Ederson gesprochen. Der stoppt den Ball tot und es funktioniert am Ende trotzdem mit der Sohle. Das macht man eigentlich auch nicht, aber es funktioniert. Ist auch nur ein rundes Bild. Das sieht schon sehr gut aus. Da kann man echt wenig gegen sagen. Nee. Ich finde seine Statur einfach sexy. Ich muss ihn an dieser Stelle nochmal sagen. Ich finde ihn. Ja. Das ist ein richtiger Torwart. Jetzt mal einmal eine Runde, als wärst du hier beim Probetraining, als geht's hier wirklich um was. Mein Gott. Bei Bayern München. Komm. Ich bin gespannt. Ja, ich bin jetzt hier bei den hohen Bällen echt auf die Technik gespannt. Klasse. Aber schlecht abgerollt. Ah, geiler erster Kontakt. Butter weich. Egal, der passiert, war gut. Passiert, war gut. Junge. Doch, der war gut. Boah, stark. Weiter, stopp. Ja! Mann, geil. Gut. So, Freunde, jetzt haben wir wieder einiges gesehen und trotzdem ist die Entscheidung, glaube ich, nicht einfacher geworden. Ich bleibe einfach bei Gerrit. Ich sag, wie es ist. Ich finde ihn auch nach den Übungen. Gerrit, ich sag, wie es ist. Ich bitte Liga, ich würde dir alles, was du mitbringst, es ist nicht nur die Statur. Ich lasse mich jetzt nicht nur vom Optischen blenden, sondern für die Wucht, die er mitbringt, die Dynamik, auch noch ein Jahr jünger. Und ich sag dir, das ist einer, wenn er mich jetzt anlügt, dann ist das erstmal ein verdammt guter Lügner. Und wenn er nicht in der dritten Liga spielt, sage ich, dass er in 1-2 Jahren auf jeden Fall jetzt schon eigentlich auch so weit wäre, wo ich sage, ich kann mir ihn in der dritten Liga vorstellen, weil ich ja auch schon ein bisschen was gesehen habe, Drittliga-Fußball. Ich mir auch schon ordentlich die letzten Jahre rumgekommen, habe vieles gesehen in meinem Leben. So sieht für mich ein Drittliga-Profi-Keeper aus und ich bleibe bei Gerrit, Punkt. Puh, es ist tatsächlich nicht einfacher geworden. Ich hatte auch gehofft, dass die Übungsformen ein bisschen mehr Ausschluss geben über die Qualität, aber es war echt schwierig. Technisch glaube ich schon, dass Kevin der Bessere ist. Aber Drittliga-Fußball, das ist echt schwierig, die Entscheidung. Ist brutal. Klar, körperlich würde ich jetzt sagen, so steht Gerrit schon wie so ein Drittliga-Keeper da. Er ist vielleicht da körperlich schon einen Ticken weiter. Aber ich gehe trotzdem mit Kevin. Ich habe da irgendwo ein stimmigeres Gefühl. Die Technik, die ist da. Hab da irgendwie mehr Vision irgendwie bei dir. Also deswegen, ich bleibe auch bei meiner Entscheidung und würde mit Kevin gehen.
klar wurde jetzt gerade, dass ihr beide irgendwie, der eine hat da mehr seine Stärken, der andere hat da mehr seine Stärken. Ich fand die Abläufe bei Kevin gerade bei den Flanken echt sehr gut. Der hat ein super Timing, ist gut in den Ball reingegangen. Was ich bei Gerrit jetzt nicht ganz so gut fand, dafür fand ich aber die Flugbälle von Gerrit, die waren auf jeden Fall deutlich stabiler. Stimmt. Ja. Stimmt. Auf der Linie haben es beide gut gemacht. Da würde ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, der eine war besser, der andere war schlechter. Ich bleibe einfach bei Gerrit, um meine Meinung nicht zu ändern, weil ich bin ganz ehrlich, die letzte Übung hat jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied zwischen den beiden aufweisen können, dass ich sage, ey, der oder der ist es jetzt. Ja. Deswegen bleibe ich bei meinem ersten Bauchgefühl und sage, Gerrit ist mein Mann. Wenn wir vom Bauchgefühl sprechen, ich würde auch bei meiner Entscheidung bei Kevin tatsächlich bleiben. Hast ja, haben wir ja super gemacht. Ja, herrlich. Also, jetzt haben wir dann für die letzte also Übung es war aber auch noch nie so schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen jetzt tatsächlich trotzdem eine Entscheidung treffen. Jetzt haben wir wieder, ja, wieder so eine Entscheidung, wo wir sagen, Stechen, du hast drüber gesprochen, am Ende entscheidet der Cheftrainer. Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle entscheidet unser Torwarttrainer. Geh Sebastian, kannst du mal kurz zu uns kommen? Also erstmal ist das eine undankbare Entscheidung. Bitteschön. ich muss sagen, beide, also ich kann jedem Argument hier folgen, also beide wirklich auf einem Niveau, aber unterschiedliche Stärken. Gerne. So, was wir jetzt gerade sehen wollten, war Strafraumbeherrschung und Spieleröffnung. War auch unterschiedlich. Der eine war in der Spieleröffnung besser, der andere in der Strafraumbeherrschung. Ja. Ich würde Kevin eine weiter wählen, aufgrund dessen, weil das Timing bei den Flanken einfach sehr, sehr gut war. Der war stabil in der Luft, hat den Ball immer am höchsten Punkt getroffen. Ja. Und das ist was für, also das ist aus meiner Sicht etwas, was du mit einer Ausbildung mitbekommst, das Timing. Es sieht relativ einfach aus, dabei ist es relativ schwer. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Paradedisziplin. Genau. Wir haben wenig Torhüter in den ersten drei Ligen, die da wirklich top sind in der Strafraumbeherrschung. Bälle halten können viele am Ende auf der Linie. Aber Strafraum ist schon. Also ich kann da auch echt ehrlich gesagt wenig gegen sagen. Es ist 50-50. Für mich ist die Strafraumbeherrschung ein Ticken schwieriger und deshalb würde ich für Kevin gehen. So. Also, du hast Kevin eingeloggt? Ich habe ihn eingeloggt. Das tut mir leid, Gerrit, aber es war wirklich auf einem Niveau. Ne? Also es sind Nuancen, die für mich persönlich halt entscheidender sind. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt nicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Felix und ich hatten Gerrit eingeloggt, weil ich dich auch tatsächlich auch gerne im Finale noch weiter gesehen hätte und ich das glaube. Aber erstmal danke dir, Gerrit. Ohne Scheiß jetzt Riesenapplaus dafür. An dieser Stelle. Danke dir, Gerrit. Ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, wenn er nicht ein Drittliga-Keeper ist, wirst du einer. Da hast du mein Wort, weil du bringst alles mit und du bist für mich auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs. Absolut. Vielen Dank, Gerrit. Danke. Klasse, Gerrit. Danke dir. Oh Mann, ey. Willkommen im Finale. Und zwar, Kevin und Toni haben es beide geschafft. Jetzt machen wir eine Challenge. Das heißt, draußen werden gleich Flanken geschlagen, jeweils abwechselnd. Jeder bekommt immer nacheinander eine Flanke. Nach dem abgefangenen Ball versucht der Torwart, per Spieleröffnung ein Tor zu erzielen. Das heißt, per Abwurf oder per Slice aus der Hüfte, wie der Torwart möchte, wo er sich wohler fühlt. Jetzt war nichts passiert hier. So, geht fängt er gut der? Rein. Geht er gut rein. Wow! Lecko Fanny! Ey, mein Gott! Boah, da geht mir einer ab. Warte mal, das war das erste Ding im Finale und er holt so einen raus. Direkt ein Knick. Kevin, jetzt Konter, Junge. Konzentrier dich. Ich bin gespannt, das kann gar nicht besser werden als der Schuss. Jawohl! Oh, Toni geht runter, Junge. Das ist krass. Ja, der geht runter. Ehrlich, Toni ab Runde 1. Ja. Hat er mich überzeugt. Wer hat von euch gesagt, Toni wird ihn fressen im Finale? Irgendeiner hat ich glaube, wir beide waren es. Wieder diese kaputte Legend von der Werde. Ich war so noch gut dabei. Boah, gut dabei. Boah, schöner Punkt. Guck mal jetzt. Wo nagelt er die Dinger an? Er macht zu Hause nichts anderes, außer diese Bälle. Er visiert jetzt auch zweites Mal Winkel an, ne? Geisteskrank ist das. Der will die. Komm, da genau hinhaben. Kevin, jetzt komm, Junge. Gleich mal auf den Fuß, Kevin. Mach eins, mach eins. Ja, ja, genau. Ja! Kevin, da ist mein Mann! 1-1! Sag mal ganz ehrlich, der Junge hat's auch drauf. Unser Mann. Beide sind geil. Ich liebe beide, jetzt schon. Ehrlich, geil. Schieb ein bisschen rüber, schieb ein bisschen rüber. Genau. Komm mal, Junge. Rechts oben. Ja, sehr gut, Kevin. Ey, ich sag euch eins, wir haben die richtige Entscheidung im Finale. Guck mal, komm, wir den erstmal an. Ja, aber ist sehr gut. Ich würde nur noch den Torwart gerne hören von ihm. Boah, spiel den nicht aus der Hand. Geiler Ball. Auch stark. So geil, was gute der da Technik, treibt. Ey. Boah, falscher Fuß. Ich hab's auch genau gesehen. Kevin versucht, wenn er ausholt, stehen zu bleiben, ne? Körpermitte. Fertig sein. Ich finde das so geil, was ihr so sagt. Auch ein brutaler Ball. Boah, sieht aber auch geil aus. Ja, geil. Richtig geil. Ey, der Junge ist einfach ein guter Torwart. Nicht wieder. Ja, vielleicht.
kannst du auch nicht halten. Ihr wisst, wovon ihr redet, das ist Punkt. Jetzt muss er fertig sein. Jetzt muss er schon stehen. Nur da hat er guck mal. Er hat eine Chance. Klasse, gut, Junge. Klasse, Junge. Rechtzeitig fertig, dann ist gut. More power. Bisschen Wimbledon. Der beendet das jetzt. Und der holt wieder den von oben. Ich weiß das. Man weiß, was passiert. Wahnsinn. Du kannst 200 Bälle bringen, die kommen. Boah, ist das geil! Ey, er war dran sogar, ne? Wir den... Geil, Beide. Vielmals! Jungs, ey, Sammy, dafür stehe ich auch mal auf, ohne Scheiß. Größten Respekt! So, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Entscheidung, das Finale zwischen Kevin und Toni. Ja, die Entscheidung muss jetzt gefällt werden, so rum. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Was ich nochmal sagen möchte, ist mir auch noch wichtig. Wir geben uns echt viel, viel Mühe bei der Produktion so einer Folge. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das heißt, so ein Kamerateam, das ist jetzt nicht mit zwei Kameras schnell gemacht, sondern das ist ein großes Kamerateam. Torhüter zu besorgen, das macht das Management, finde ich auch, machen die klasse. Es ist sehr viel Aufwand. Vielen, vielen Dank an meine Jurykollegen, die zig hunderte Kilometer in Kauf nehmen für so eine Folge, um dabei zu sein. Auch an die Spieler, die kommen ja aus der ganzen Welt, kann man schon fast sagen, hier, um dabei zu sein. Es wäre schön, wenn ihr das supporten würdet, wenn ihr den Aufwand erkennen würdet und einfach den Kanal abonnieren würdet, Instagram, YouTube, Glocke aktivieren würdet, dass ihr dann auch in Zukunft keine Folge verpasst. War nochmal wichtig, kurz gesagt zu haben, weil ich das sonst in den vorherigen Folgen viel zu selten sage. Das heißt, viele feiern das Format, folgen aber nicht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jetzt aber ist die Entscheidung meiner Jurykollegen und meine Entscheidung natürlich auch sehr wichtig. Das Finale. Ich würde gerne den Ball rüberwerfen. Ich glaube, Bo hat als erstes mal was gesagt. Felix hat es auch nochmal als erstes gesagt. Benni, dass du mal vielleicht als erstes deine finale Entscheidung den Zuschauern mitteilst. Ja, das Finale war sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube definitiv, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben mit den zwei Keepern, muss man schon ehrlich sagen. Es war so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide haben unfassbar viel Qualität mitgebracht. Unsere Entscheidung ist uns echt sehr, sehr schwierig oder schwer gefallen, muss man ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass also meine Entscheidung ist definitiv auf Kevin. Ich habe tatsächlich meine Entscheidung schon relativ früh festgehabt. Hier steht Münster. Dementsprechend war ich schon relativ früh auf der Schiene gefahren, weil er einfach technisch sehr viel mitbringt. Aber klar, der Mann aus Getafe, auch ein super, super Keeper, muss man ehrlich sagen. Alter 23, Kevin 20, habe ich einfach mehr Ideen und nehme ich ihn definitiv auch ab, die Story, weil darum geht es ja auch so ein bisschen. Wir suchen den Profi-Torhüter und da nehme ich es definitiv dem Kevin eher ab. Dementsprechend bleibe ich bei Kevin und Kevin ist für mich der Sieger. Entscheidung fällt auf jeden Fall super schwer. Wie Benni schon gesagt hat, wir hatten hier einige sehr, sehr gute Torhüter. Auf jeden Fall. Ich hätte den Kevin tatsächlich, wie ihr wisst, gar nicht mit ins Finale genommen erst. Und hatte die ganze Zeit Toni als meine ganz klare Nummer 1, als meinen Favoriten hier. Aber ja, am Ende kackt die Ente, bekanntlich. So ist das halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin hat mich echt überzeugt am Ende. Deswegen bin ich im Finale echt nochmal umgestimmt worden. Und ja, Kevin hat für mich gewonnen. Das ist unser Profi-Torhüter, den wir hier suchen, sage ich jetzt mal so. Wir haben heute extrem viel Qualität gesehen, aber ich entscheide mich auch für Kevin, weil ich habe mich früh auch für Kevin auch entschieden gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, was er für eine Qualität insgesamt mit auf den Weg bringt. Deswegen wähle ich auch den Kevin. Er hatte diese Galligkeit bis zum Äußersten zu gehen, hat sich das Ding auch, finde ich, verdient geholt. Einfach diese Fitness, diese Dynamik noch, wie er die Bälle gepflückt hat, das sah auch kinderleicht aus. Woran er arbeiten muss, ist auf jeden Fall an seine Leggings. Ich will ihn nie wieder mit kaputten Löchern in der Hose sehen. Also, es wirkt scheiße. Ja. Wir suchen einen Sponsor für Leggings. Ich glaube, Preußen Münster, ich glaube dir das auch, dass du da jetzt spielst. Die haben genug Geld, um eine vernünftige Leggings zu holen. Ich gehe mit Kevin. Genau jetzt darf bitte der Pro-Keeper nach vorne treten. Hä? Nein. Doch, Digga. Ehrlich? Oh. Boah, krass. Nice. Nice. Ey, krass. Boah. Was? Ja, aber es waren Nuancen. Es waren echt Nuancen, ganz ehrlich. Ich will so gerne wissen, wo Kevin spielt. Nuancen. Boah, krass. Boah, das ist ein Brett. Jetzt. Aber ey, guck mal, wir haben ein Finale, wir haben es bis zum Finale richtig gemacht. Wir haben es gut gemacht. Also ich will jetzt nicht selber Schulterkopf klopfen. Ich habe mich von euch beeinflussen lassen. Im Unterbewusstsein. Fuck. Wolltest du Toni wählen, sei ehrlich? Das letzte Spiel hat mich ein bisschen umgestimmt. Ja, das letzte Spiel war schon. Er war die ganze Zeit meine Nummer 1. Ich glaube, ich habe das gerade auch gesagt. Okay, Getafe B ist aber Brett, ne? Brett. Hi everyone, I'm Toni Barea. I'm a professional player from Spain. I play on Getafe. And I started playing football with 5 years. I was defender.
So I don't like that position and I like to be a goalkeeper. So I started training like a goalkeeper. When I was 17, I signed by Getafe. And now this year I come back to Getafe. I play for the second team, but I try for the first team. Boah. Ich hab mich blenden lassen von dir. Ich würde mir jetzt gerne auch Gerrit dazu sagen. War schon gut. Gerrit, erzähl. Thank you, Toni. Toni, thank you. Thank you very much. Ja, also ich habe eigentlich gar nicht gelogen. Die ganze Story ist eigentlich wahr. Nur, dass ich halt nicht zu Schalke gewechselt bin, sondern zum Blau Barcelona. Und da jetzt halt seit 1.7. unter dem Vertrag stehe. Regionalliga dann? Herren-Regionalliga zockst du? Dankeschön. Gerne jetzt Ado. Ja, ich bin der Adnan, bin 27 Jahre alt. Spiele derzeit in der Landesliga. Hab meine Jugend beim MSV Duisburg absolviert, von der U12 bis zur U23. Hab bei den Profis mittrainiert. Die zweite Mannschaft wurde dann aufgelöst. Dann bin ich in die Oberliga gewechselt. Hab quasi ein ganzes Jahr, nee, zwei Jahre in der Oberliga gespielt. Berufsbedingt dann runter in die Landesliga gegangen. Und ja. Ich habe ja selber Landesliga gezockt, ne? Ich sag schon gut, ehrlich, dass du bist schon dann ein richtiges Brett in der Landesliga, zu 100%. Aber danke dir, Ado, ja? Felix, ja, ich spiele Landesliga bei Klittert Köln. Bin halt 19 Jahre, komme gerade aus der Jugend. Ich war tatsächlich bei Kaiserslautern fürs Probetraining. Das lief auch ziemlich gut, habe mir dann aber in der letzten Übung den Arm komplett durchgebrochen. Boah. Und war ein Jahr raus und habe vorher eigentlich nie ein NLZ betreten oder so. Danke dir, Felix. Ja, das siehst du daran, dass du in allen Ligen gute Keeper hast. Also ja, wie gesagt, mein Name ist Salah Bayram. Ich bin 25 Jahre alt. Hab im NLZ bis zu 17 bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Und im Herrenbereich die höchste Jahre Oberliga. Spiele aktuell auch in der Landesliga. Also wir haben gegeneinander gespielt diese Saison. Geil. Danke dir, Thaler, mein Lieber. Danke dir, Thaler. Ich bin sehr gespannt jetzt, Leute. Ich bin nur auf Kevin gespannt. Und an sich ist nichts gelogen, außer halt, dass ich ein Profi bin. Also ich bin bei U23 von Preußen. Mit einem Amateurvertrag. Ah, okay, das hat kein Bezug zu den Profis, ne? Ein, zwei Mal letztes Jahr mittrainiert, aber mehr auch nicht. Aber das war haben schon wir eng, er hat ja mittrainiert. Genauso haben wir es abgekauft. I am Alex, Alexander Heitsch. I currently don't have a club. But over the summer, I was with my second division team in America. And last year, I had three trials, one with SC Verl under 19, with Preußen Münster under 19, and with Blau-Weiß Lohne. Freunde, was für eine unglaubliche Torwartfolge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. An dieser Stelle nochmal gerne Kanäle abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr vielleicht auch die zweite Torhüter-Folge nicht verpasst. Die werden wir mit Sicherheit abdrehen. Wenn ihr supportet, ordentlich auch den Like-Button sprengt, gerne einen netten Kommentar da lassen. Freuen wir uns immer extrem drüber. Ich lese mir auch gefühlt fast jeden Kommentar von euch durch. Freue mich auch immer über konstruktive Kritik. Ne? Wenn ihr was zu bemängeln habt, was wir anders machen können, immer gerne reinschreiben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.